Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Training mit Franzi. Ich dachte, ich fange mal wieder an mit einem Magneten. Ich habe da noch so viele, mal für zwischendurch ganz nett. Genau, ich dachte mir, Petten sammeln, wieder ein Magneten, ne? Hab ich gerade schon gesagt. Lucia Durst. Okay. Der kleine Nikolaus. Habe ich jetzt mein Wachs hin, weil ich nehme dafür jetzt einfach so einen normalen Stift. Genau. So, wir fangen natürlich erstmal mit der 1 an. So, da haben wir auch, fliegt nicht raus. So, finde ich halt, auch was mich ein bisschen an sowas nervt, ist halt, dass die, klar ist, besser, dass die einzeln, also dass die immer in ein Tütchen ist. Ich finde es besser, wenn das so einzeln ist. Also ich meine, Nikolaus hat die und die Zahlen und dann separat so Tütchen, so Zipptütchen, weil ich finde, da kippst du immer alles aus irgendwie, verlierst viele Steine. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon etwas, ja, manchmal nervig. Hoch. Was mich momentan auch tierisch nervt, ist, ich habe bei AliExpress 3 Bilder bestellt. 2 von Homefun und 1 von so einem ganz neuen. Seit dem 7.5. und 8.5. liegen die beim Zoll. Die kommen einfach nicht an. Das regt mich momentan richtig auf. Weil das waren jetzt nicht so billig Bilder, das waren zweimal so Fragezeichenbilder, einmal in 50x70 und das andere weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann ein Megabild. Das hat mir auf Anhieb direkt gefallen. Aber irgendwie geht das nicht weiter. Gerade von Homefun, also da ging's, da hatte ich nie so Probleme gehabt, da ging das immer reibungslos. Das ist, was mich so ein bisschen arg nervt momentan. Ich habe es ja trotzdem bezahlt, ich will meine Ware haben. Dass es mal beim Zoll liegt, ist ja ganz klar. Ist verständlich und normal. Aber dass es gar nicht kommt. Und dann schreibst du die Händler natürlich auch an. Und dann darfst du dir anhören, ja, musst du warten. Musst du warten, dauert ein bisschen, musst du warten. Andere bestellen später, andere Anbieter. Beispiel, was nicht jeder mag, Huracan. Diese Person hat ihre Ware schon gekriegt. Obwohl es Name bestellt worden ist. Also das nervt mich schon gewaltig, dass meins nicht kommt. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Tut mir leid für die Nebengeräusche. Ich kann nichts dafür, mein Hund hat Hunger. Ich möchte auch ungern das Essen verbieten. Wenn dessen ich ein Video mache, das ist ja Schwachsinn einfach. Ne? Aber ich will mich trotzdem dafür entschuldigen. Es gibt vielleicht neue Zuschauer, die vielleicht zugucken und dann hören sie das. Aber ist halt einfach mein Hund. Die hört man irgendwie immer, ob es in Live ist, ob es in den Videos ist. Irgendwie hört man sie immer. Ganzen Tag hat der Hund keinen Hunger. Aber es ist immer dann, wenn ich ein Video live oder so gehe. Dann hat sie auf einmal natürlich tierisch Hunger. Ihr wisst ja, wie es ist mit Tieren. Also ich denke mal, einige wissen das. Nebenbei painte ich noch mal ein schönes, wunderschönes Bild. Der V. Da werde ich euch natürlich auch wieder ein Video machen. Ich denke mal, es gibt bestimmt einige, die es interessieren, die das ausschaut schon. Aber ich konnte zeitlang echt nicht painten. Ich hatte so Bauchschmerzen gehabt, aber wirklich starke Bauchweh. Es war ja so, dass ich schon gedacht habe, dass ich in ein Krankenhaus müsste. Nichts hat geholfen. Im Endeffekt habe ich 2 Tage lang durchgehend Schmerztabletten gegessen. Und jetzt so
geht es langsam halt wieder. Aber fragt mich nicht, von was es ist und woher es kommt. Ich habe keine Ahnung. So wie es kam, ist es halt auch wieder weg. Ja gut, ich habe noch momentan noch ein bisschen Schmerzen, aber das ist aushaltbar. Da brauche ich keine Tabletten. Das geht dann wieder. Aber das war schon heftig. So, wir haben hier lauter Einsen. Hängt ihr die Magnete eigentlich euch an euren Kühlschrank auch ran? Ich habe alle, was ich bislang gepaint habe, ich habe ja einige gepaintet. Habe ich alle am Kühlschrank hängen. Alle. Finde das immer voll cool. Klar, der ist auch bald irgendwann mal voll. Aber das Magnete finde ich cool. Gut, das ist jetzt ein Weihnachtsmagnet. Man könnte ja auch glatt sagen, ich bin in der Vorweihnachtsfreude, oder wie? Momentan, wie die Temperaturen sind, kann man glauben, dass schon Herbst ist. Genauso ist es jetzt auch, ne? Es gibt ja jetzt offiziell, also es kommt von mir jetzt nur so, bitte nicht falsch verstehen, offiziell gibt es hier kein Corona mehr. Momentan treiben sich die Leute draußen rum und das ist ja auch noch nicht mal das Schlimme. Was das Schlimme ist, dicht an dicht, keiner hält den Abstand, nichts. Und im Herbst, ich wette mit euch, das war letztes Jahr nämlich auch so, im Herbst ist es damit auch so, dass die Inzidenzwerte steigen wie blöd, weil bei uns sinken sie ja momentan sehr stark und wir waren ziemlich hoch, wir waren auf 198. Und ich wette mit euch, im Herbst, Winter steigt das wieder extrem. Und dann gibt es auf einmal Corona wieder. Es ist ganz schön. Ich weiß es nicht. Sollte man sich mal ein bisschen die ganze Zeit dran halten. Klar, jetzt ein bisschen lockern, ist auch völlig okay. Aber ich finde, diese Unterschiede auch machen, geht gar nicht. Aber gut, was ich sage, interessiert ja eh keinen von den Menschen da, ne? Politiker und sowas. Aber nun gut. Nun gut. Es gibt so Themen momentan, da rege ich mich echt auf. Bin ja wirklich kein Corona, Anti-Corona-Mensch. Ich halte mich an allem. Ich mache, was da gesagt wird, alles völlig okay. Aber ich finde, irgendwo bin ich der Meinung, ist mal gut. Der Mensch lässt sich halt nicht auf Dauer einsperren. Und es geht ja auch noch nicht mal ums Einsperren. Ich finde, wenn man mal irgendwie mal was hinkriegt, dass man so ein bisschen das alles mal unter Kontrolle kriegt, dann wäre es doch mal. Das wäre halt dann super einfach. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht immer ständig Lockdown, wobei es kein Lockdown ist, sondern Shutdown. Und da darfst du nicht hin und da darfst du nicht hin und ach, keine Ahnung. Sollen sie mal was anders machen, als wie immer verbieten? Ich meine, dadurch machen sie Unternehmen kaputt. Weiß ich nicht. Es fallen zu viele Unternehmen gegen den Wänden, weil nicht finanziell geholfen wird und manch andere wird geholfen. Das ist schon, nee, ist nicht gut, was da läuft momentan. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung und ihr müsst nicht meiner Meinung sein, Gottes Willen. Ich will auch meine Meinung kein aufdrängen. Aber ich sage halt einfach, was ich denke und ich finde es halt einfach momentan. Naja. Ihr wisst, was ich meine. So ist es halt langsam einfach, ne? Aber es gibt halt so Themen. Das regt einfach nur noch alles auf. Es wird alles richtig teuer. Naja. Nervt nur noch. Ihr kennt das bestimmt, euch nervt das bestimmt auch. Aber was wollen wir denn groß ändern, ne? Aber wie gesagt,
Jeder hat das so seine Meinung und ich stand echt ganze Zeit dahinter. Ich halte mich noch heute an allen Regeln. Aber ich finde, Leute, macht auch was und lasst den Menschen nicht so. Also lasst uns nicht für doof verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Naja. Momentan ist das Wetter auch voll heftig unterwegs. Man meint, es wäre wirklich Herbst, ne? Wobei, ich mag den Sommer ja gar nicht, ne? Also nicht falsch verstehen, ich hasse den Sommer eigentlich. Ich bin kein Sommermensch. Jeder, der mich kennt, weiß das. Na, richte ich ein bisschen näher hier hin. Okay, so. Jeder weiß das, wo mich kennt, dass ich Sommer nicht mag. Aber das momentan ist auch ein bisschen arg heftig. Sag mal. Das Wetter ist echt Wahnsinn. Also nicht wundern, hier ist der Nagellack ein bisschen abgegangen, müsste ich neu machen. Normalerweise sieht das so aus. Aber ich finde den voll schön. Aber hier ist er ein bisschen abgegangen. Aber nicht wundern. Da muss ich noch nachmachen. So, habe ich rot alles jetzt hier. Gut, dann kommen die rot auch weg. Dann haben wir die Nummer 9. 9, 9, 9, 9, 9. Du bist doch hier. Die ist noch nicht offen. Ach, Mann. Jetzt hat nämlich gerade keine Schere da. Ich weiß nicht, wo ich die hin habe. Ich zeige euch einfach mal von nähern erstmal, wie das Ei ausschaut. Dieses Rot und dieses. Sieht schon gut aus. Jetzt habe ich hier wie so ein Hautfarbe Rosé, Rosé-Ton fast, finde ich. Guckt mal. Eigentlich richtig schön, es wird da jetzt das Gesicht. Ach, Lucy, du kleines armes Ding. Tiere haben es am schlimmsten, ne? Letztens irgendwas erzähle ich den Sascha. Und dann guckt mich der Hund, oder ich habe telefoniert, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dann guckt mich die Lucy an und macht. Und dachte ich mir, hallo? Scheine ich schon den Hund zu nerven? Ja, Schulz, Lucy. Also Wahnsinn, oder? Ach, was war das denn? Das war ja falsch rum. Richtig rum. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die Magnete her habe, einfach einmal bei mir durchgucken. Adventskalender 2020. Da könnt ihr dann gucken, woher ich das habe. Ein Geschenk bekommen. Ja, Adventskalender. Ja. Das Einzige, was mich an so Sachen aufregt, ist ein bisschen, dass man die Steine einzeln legen muss. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Einzige, was ich nicht mag, aber mein Gott.
9. Okay. Jetzt kommt die nächste. Ich zeige euch mal wieder, wie es ausschaut. Man erkennt es ein bisschen. Ach, wo bin ich? Hier. Hier. Okay, weiter geht's. 9. So, dann brauche ich einfach einmal die 7. Die haben wir hier. Das ist ein lila Ton. Oder ja, auch lila, ne? Oh, das ist aber ein schöner Ton. Guckt euch das mal an. Okay, der ist schön. Kommt hier drauf auf das Säckchen. Guck mich da wundern. Ich habe voll ins Licht geschaut. Ich habe hier ja eine neue Stehlampe. Das habe ich jetzt öfter schon, glaube ich, erwähnt. Und ich bin das nicht gewohnt, dass es dann so hell ist. Und die macht ein. Also da wirst du richtig warm von. Also jetzt zum Glück nicht, weil momentan ja ein bisschen kühler ist. Aber wenn es ein bisschen wärmer ist, ne, du sitzt dann da. Und dir läuft der Schweiß runter, weil diese Lampe einfach extrem viel Hitze abschmeißt. Na, so ein kleines Ding, das denkt man auch nicht, ne? Aber das kann aufhalten. Gut, weil es runde Steine vielleicht sind. Das war die 8. Und jetzt kommt die 7. Aber erstmal, wo habe ich jetzt die 8 hin? Hier. Okay. Na. Rülpsen eure Hunde auch. Ja, das ist Wahnsinn, oder? So. Der nächste Ton. Und dann hier hin. Findet ihr auch mal so kleine Sachen oder macht ihr immer nur so Bilder? Ich meine, es gibt ja jetzt halt so, was ich gesehen habe, so Baumwolltaschen, ne, so Judebeuteln oder wie die heißen. Als Taschen zum Painten. Das, ich weiß es nicht. Was ich halt persönlich, ich persönlich schwachsinnig finde, sind die Gesichtsmasken zum Painten. Gerade schon einmal in Bayern ja das FFP2.
hier die FFP2-Masken nutzen müssen. Bei uns würde das überhaupt nichts bringen, aber ich finde, das ist Quark. Allgemein eine Gesichtsmaske zu painten. Macht die Sache trotzdem nicht besser, dass wir diese Masken tragen müssen. Und wie gesagt, die FFP2-Masken, das sind schon eine Hausnummer. Ich hasse es. OP-Masken, die gingen noch so, wie das gesetzlich bei uns war. Die gingen noch. Aber die FFP2-Masken, das ist schon eine Hausnummer. Aber gut, da haben wir das Thema wieder. Wem interessiert das, wie es uns dann in dem Punkt geht? Ihr wisst ja auch, wie ich das meine. Ich meine das echt nicht böse und auch nicht falsch verstehen. Und ich bin auch kein Corona-Gegner und weiß ich nicht was oder Verleumder oder wie auch immer. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. So, jetzt brauchen wir die 6 noch und dann sind wir schon fertig. Die 6 ist wie die 310, hätte ich jetzt gesagt. Zeige ich euch gleich dann auch noch im Nahen. Das wären die Augen. Psyche, oder? Der schwarze Augen. Das ist etwas. Psycho. Dann eine Frage überhaupt. Ich hätte jetzt irgendwas falsch gemacht? Nee. Okay, eine Frage überhaupt. Nutella mit oder ohne Butter? Ich mag es mal so, mal so. Was sagt ihr? Der Kleine ist fertig. Nein, ich habe einen Stein abgerissen. Was denn? Hallo? So. Zeige ich euch mal von nahen. Hoch, fokussiert. Die schwarzen Augen, ich finde die so psycho. Aber ist doch niedlich geworden. Ich habe immer noch. Der ist auf jeden Fall fertig. Ich finde den voll süß. Und dann habe ich immer noch einige Magnete. Ich habe immer noch so eine Kugel, so einen Handschuh, ein Schuh. Und ne. Ja, hier so eine, na, wie heißt's? Glocke. Irgendwie färben die ab. Also das ist bah. Egal. Auf jeden Fall, der kleine Pups ist fertig. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich total freuen und über jeden neuen Abonnenten auch. Über einen Kommentar sowieso. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss, eure Franzi. Und passt auf euch auf. Und, was ganz wichtig ist, bleibt gesund. Tschüss.